Ach, erschrecken tue ich mich jetzt nicht. Sieht einfach krank lecker aus. Hallo, willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht mich heute in der Küche, denn wir dachten uns, wir machen mal wieder eine neue Lieferdienst-Challenge. Es ist mal Mittag und nicht irgendwie abends um halb 10. Und bei uns gibt es einige neue Lieferdienste. Also über Lieferando sind einige dazugekommen. Ich denke mal halt durch Corona, die haben ja natürlich da das beste Geschäft gemacht. Und wir machen das jetzt mal. Ich bin so gespannt. Jetzt mit dem neuen Haus haben wir übrigens kein neues Liefergebiet oder so. Das hat sich jetzt nicht verändert. Aber wir werden das jetzt machen. Mein Freund wird mir gleich die Augen verbinden. Und dann werde ich einfach irgendeinen Lieferdienst auswählen und blind bestellen. Das haben wir lange nicht gemacht. Das hat damals so Spaß gemacht. Und wir mögen eh alles eigentlich. Also alles nicht, aber die meisten Sachen. Das wird bestimmt lecker und cool. Also. Mann. Genau. Ich mach mal nicht vorne den Knoten, sondern schön hinten. Doch, der so scheiße aussieht. Nein, das sieht nicht so. Oh, ich will nicht. Oh Mann, ich will nicht gut aussehen. Das sieht super aus. Ich möchte, dass ich gut aussehe. Oh, dann warte mal, dann müssen wir so ein bisschen weiter auseinanderziehen. Dreh jetzt mal. Ich spüre alleine schon den Luftzug, aber erschrecken tue ich mich jetzt nicht. Also, du öffnest jetzt hier Lieferando. Mhm. Also, ich scroll jetzt erstmal runter, wo wir bestellen könnten. Gell? Ja, warte mal, du bist ja irgendwie drauf gekommen. So, zack. Okay, also. Okay, wir bestellen hier. Okay? Also, ich habe jetzt irgendwo angeklickt. Ich blende euch jetzt mal die Bildschirmaufnahme ein, wo wir jetzt sind. Und ich bestelle jetzt irgendwas zum Mittagessen, richtig? Boah, also weißt du. Ich weiß nicht, ob wir das zum Mittagessen wollen, ne? Das sage ich dir. Hä, warum? Und wie viel willst du ausgeben? Ja, normal so 30 Euro, was man halt so ausgibt, oder 20. Ja, dann hast du ein bisschen was zu tippen, würde ich sagen. Ja, mach mal. Hä? Ich weiß gar nicht, was er will, ne? Das wird ein lustiges Mittagessen, das sag ich dir jetzt schon. Hä? Okay, also ich wähle jetzt hier einfach was an. Ich spüre, wenn es ein bisschen vibriert, dann weiß ich, dass ich was ausgewählt habe. So. Reicht das? Nein, noch lange nicht. Machen wir noch ein bisschen weiter. Ich verstehe nicht. Das? So, jetzt haben wir 5 Gerichte, glaube ich, ne? Ja, bestellen wir noch ein bisschen. Der will mich verarschen. Am Ende müssen wir das irgendwie dann ein bisschen streichen. Ich kann doch jetzt hier nicht 7 Gerichte. Doch, bestell mal. Ich sag, es ist ein bisschen ungewöhnlich, was du da gerade ausgewählt hast. Ja, sag mal, wo wir gerade bestellen. Nee, mach weiter. Nee. Nein, hä, ich kann doch nicht 8 Gerichte. Du willst mich hier arm machen. Nein, bestell mal weiter. Hä, bestell ich gerade nur Soßen? Nee. Es ist schon was Essbares, glaub mal. Oh mein Gott. Oh Mann, sag mal! Nee, das reicht noch nicht. Hä, du willst mich auf den Arm nehmen? Ja. Entweder ich bestelle gerade irgendwie nur Geschirr oder eine Getränke oder so. Wir hatten doch schon mal, dass wir Getränke bestellt haben, weißt du das noch? Ja, bestellen wir noch. Mann, das finde ich echt ein bisschen seltsam. Du willst mich auf den Arm nehmen. Entweder wir haben hier gleich Nein, es ist essbar. Soll ich dir sagen, was es ist? Ja. Ey, also Mittagessen ist es jetzt nicht gerade, ne? Aber es sind Donuts. Du hast jetzt gerade Donuts ausgewählt. Hä, bei uns liefert gar keinen niemand Donuts. Doch. Nennt sich irgendwie Royal Donuts? Nein. Ja, doch wirklich. Hä, aber das ist viel zu weit für die. Ja, weiß ich nicht. Was ist aber bei unserem Liefergebiet. Was haben wir Mindestbestellwert? Ich habe vorhin mal nachgeguckt, 75 Euro. Was? Ja. Ja, okay, das erklärt warum. Hä, die kommen ja mindestens 40 Minuten hergefahren. Ja, keine Ahnung. Oh, geil, ein Donut zum Mittag. Die haben so leckere. Das müssen ja mindestens 30 sein, oder wie viele das jetzt sind? Ich klicke jetzt überall drauf, Leute, ne? Ja, du hast jetzt, warte mal, du bist schon drüber. Du hast 84 Euro jetzt. Okay, also du musst jetzt noch für 10 Euro bestellen. Das sind 3 Donuts. Ungefähr 3-4 Mal draufdrücken. Okay, 1. Bin ich gespannt, was du jetzt hier auswählst. Habe ich das ausgewählt gerade? Nee, ich glaube nicht. 2, okay. Ich will mal ganz runter, weil unten, das vergisst man sonst immer. Ja, da bist du zu weit, da gibt's nichts mehr. Also das ist jetzt, naja, das heißt, doch ist was anderes, kannst du auch machen. Ich gehe jetzt mal drauf, also 100 Euro steht jetzt hier drauf. Ach, du Heiliges. Okay, ich mache jetzt meine Dings ab, ja. Okay? Also Leute, das ist ja echt ein Scherz, oder? Ach, wie viele Donuts sind das? Freunde, ihr könnt euch das jetzt nicht vorstellen, ne? Ich zähle jetzt mal die Donuts durch. Ich habe bestellt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Donuts. Ich weiß gerade gar nicht, was ich dazu sagen soll, muss ich ehrlich sagen. Ich wusste nicht, dass die bei uns liefern, wirklich nicht. Ich habe nämlich letztens eine E-Mail bekommen mit das, was halt neu bei uns ist. Und da waren halt so neue Burgerläden, da ist ein neuer Sushi-Laden, neuer Asiate bei gewesen. Einer, der auch so richtig geile Burger macht, so richtig große. Da ist nämlich auch ein relativ hoher Mindestbestellwert. Aber ich bestelle hier gerade parallel übrigens.
Aber damit habe ich jetzt irgendwie nicht gerechnet, muss ich ehrlich sagen. Also so gar nicht. Vor allem Royal Donuts. Also wir wohnen wirklich außerhalb von Hamburg und Royal Donuts sitzt in Hamburg selbst. Wenn die jetzt hierher fahren, mitten mittags, wie lange wollen die dann brauchen? 4 Stunden, oder? Okay. Ich habe jetzt tatsächlich bestellt gerade, ne? Okay, es ist ein bisschen Zeit vergangen. Ich habe jetzt gerade meiner Mama telefoniert, weil die ist nämlich diese Woche, also ab morgen, bei einem so einem Kinder, also die macht so bei uns in den Herbstferien so Kinder-Entertainment da und macht mit den Kindern so Marmeladen und so DIY-Sachen, so Upcycling und so. Und das ist jetzt das Erste, was mir eingefallen ist, weil wir können halt keine 20 Donuts essen, ne? Absolut unmöglich. Und das sind wohl, also aktuell 10 Kinder. Das heißt, das würde auf jeden Fall passen, dann können wir ein paar behalten. Das ist jetzt die beste Möglichkeit. Ich weiß halt nicht, wie das Corona-mäßig aussieht aktuell, ob man das so oder abgeben kann. Aber das werden wir klären. Ansonsten zu nur die Nachbarn. Wir haben ja indische Nachbarn, habe ich ja schon mal erzählt. Vielleicht sonst die haben uns auch schon mal Essen rübergebracht. Die wohnen, also da sind auch mehrere Leute. Also es ist jetzt gleich 12:30. Ich habe jetzt vor einer Viertelstunde bestellt. Und ich melde mich, wenn die Bestellung da ist, ne? Das ist das Krankeste. Wir müssen uns jetzt irgendwas zum Mittag übrigens überlegen, weil wir können ja keinen Donut zum Mittag essen. Also das ist ja kein vernünftiges Mittagessen, auch wenn das jetzt ganz anders gekommen ist, als ich erwartet hatte. Ich habe wirklich so mit Pizza gerechnet oder Burger. Wie gesagt, wir haben so einen coolen neuen Burgerladen, der so richtig große Burger hat, aber ich melde mich wieder. Freunde, ich bin voll aufgeregt. Ich sitze jetzt hier schon auf unserer Kücheninsel und gucke die ganze Zeit raus, weil ich hier ein bisschen die Straße sehen kann. Ich denke mir so, es ist übrigens mittlerweile 13:35 Uhr und die sind noch nicht da. Ich habe jetzt vor einer Stunde 20 Minuten bestellt, glaube ich. Ja, okay, eins. Boah, der Geruch. Riechst du das? Nein. Das riecht nach, richtig nach Zucker. Zwei. Drei. Ich mach schon mal. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Das ist einfach Box Nummer 1. Ach. Oh Gott, also das ist auf jeden Fall... Oh, lecker. Mm. Okay, machen wir weiter hier mit Box Nummer 2. Oh mein Gott, das wird ja mal krasser. Das ist, also schokoladiger ging es auch nicht. Oh Gott, was ist das hier? Ah, habe ich so eine Fusion-Dings bestellt. Damit kann man, glaube ich, noch die Dinger füllen. Wow. Ich weiß jetzt nicht, ob die irgendwie sortiert sind oder ob es da Unterschiede gibt. Oh, das sieht aber lecker aus. Das sieht aus wie Erdbeer-Cheesecake. Die sieht alles richtig gut aus, gell? Milchschnitte. Oh, hier ist einfach ein ganzer Brownie drauf. Guck dir das an. Oh mein Gott. Das ist Crunchberry White auf jeden Fall. Und anscheinend, das ist auf jeden Fall ein gefüllter Donut. Nee, das hier ist Oreo Bomb. Vielleicht sogar zweimal. Das ist auch gefüllt. Das ist Brownie Bomb. Oder vielleicht auch das, keine Ahnung. Das ist mit Abstand das Krankeste, was ich je gedreht habe, Freunde. Wir haben uns jetzt für 5 Donuts entschieden, die wir behalten. Den Rest geben wir, wie gesagt, weg, weil das können wir doch gar nicht alles essen. Wow, also wirklich wow. Aber wir glauben, die Kinder werden sich richtig freuen. Also die können sich dann diese 15 Donuts aufteilen, vielleicht auch jemand was mit nach Hause nehmen oder so. Keine Ahnung, die sind ja richtig groß. Ich zeige euch mal jetzt unsere Auswahl. So, also für diese haben wir uns entschieden. Das ist irgendwie so ein Cheesecake-Ding. Das ist Salted Caramel. Das ist Kokos, also ein Raffaello. Das ist Milchschnitte und das ist Jelly, aber das ist vegan. Und das ist auch so ein Croissant, also so, ja, einer so, der ist wie so ein Croissant. Wir schneiden die jetzt mal auf. Kurz nochmal ein Overview, was wir auf jeden Fall jetzt nicht sofort essen, sondern wie gesagt verschenken. Aber ich denke, da werden die sich freuen. Okay, wir schneiden jetzt allererstes mal den hier auf. Ich glaube, der ist auch mit Nutella gefüllt. Wow. Wow, ja, Nutella-Füllung. Sieht einfach krank lecker aus. Okay, da ist auch Nutella-Füllung drin. Wow, aber sieht richtig lecker aus. Ich bin jetzt mega gespannt auf diese Cronut-Konsistenz. Das ist ja eher mehr, wie gesagt, wie so ein Croissant. Wow. Das sind ja irgendwie diese Cool Bombs. Ich weiß nicht warum, also weil da Cheesecake drin ist oder ich weiß es nicht. Vielleicht weil man die kühlen muss. Ich habe keine Ahnung. Wow, hier ist einfach auch Nutella-Füllung. Oh nein. Wie krank ist das denn bitte? Bitte guckt euch das Ding an. Wie krank das gefüllt ist. Wir machen jetzt Taste-Tests. Ich weiß, fang mal mit dem für mich unspektakulärsten an. Das ist mit dem Raffaello. Lecker. 3 von 5, weil der ist richtig lecker. Aber der könnte noch intensiver nach Kokos schmecken. Ich glaube, das wäre auch cool, wenn das eine Kokosfüllung wäre und nicht Nutella. Dem hier. Und zwar ist das dieser Strawberry Cronut. Da ist auch Erdnussbutter drin. Guckt euch das mal an. Lecker. Schmeckt richtig schön so nach Peanut Butter and Jelly. Und die Konsistenz ist halt mehr so Croissant, aber es ist sehr dicht. Also es ist nicht so sehr fluffig wie das zum Beispiel, was ich eben hatte. Vor allem, dass die auch vegane haben, finde ich cool. Der kriegt von mir 4 von 5.
Okay, machen wir weiter mit dem hier. Mit dem Cheesecake-Ding. Da oben ist Käsekuchen drauf und da drin Nutella-Füllung. Ich muss sagen, ich feiere Käsekuchen nicht so in Kombination mit Nutella, weil ich finde, Käsekuchen hat so was Zitroniges, so was Frisches. Und dann passt es nicht so zu Nutella, deswegen kriegt der von mir nur, ja, das wäre jetzt fies, 2 von 5, ne? Das würde der nicht schmecken, aber den würde ich mir nicht nochmal bestellen. Deswegen 2 von 5. Wir müssen ja auch Unterschiede sehen, ne? Hier sieht man einfach diese krasse Füllung. Zucker-Overload. Was mit Abstand das Süßeste. Aber nice gemacht, die Konsistenz, auch das mit den Milchschnittenstückchen drauf. Kriegt 3 von 5. Ja, kriegt 3 von 5 von mir. Okay, wir haben ja jetzt hier auch noch Salted Caramel mit Biscoff anscheinend. Der kriegt von mir 1,5 von 5. Das finde ich der beste. Obwohl ich sagen muss, dass ich den hier auch mega nice finde. Aber die kann man halt nicht so vergleichen. Aber der ist auch gut. Das ist mit Abstand das Krankeste, was ich je gemacht habe. Ich habe den absoluten Zuckerschock gerade. Aber es ist leider richtig geil. Aber wie gut, dass wir jetzt jemanden gefunden haben, der wir das geben können. Weil das hätten wir niemals essen können. Das hat mega viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Ich muss jetzt hier dieses Chaos beenden. Und dann werde ich diese Donuts auf jeden Fall an die Leute bringen. Oh mein Gott. Aber ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich habe wirklich was anderes erwartet. Wir dachten wirklich, wie Mittagessen. Übrigens, mittlerweile ist es 14:45 und ich habe noch nichts so Richtiges zum Mittag gegessen. Aber es hat immer mega Spaß gemacht. Also Royal Donuts hat den Test bei mir bestanden auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.